Und wenn wir die Kurbelung dann fertig haben, können wir uns danach gleich um Nahrung kümmern. Wichtig ist immer zwischendurch was trinken. Also rate ich allen Zuschauern, immer zwischendurch trinken, gerade bei der Hitze jetzt. Wir hatten ja gestern am 1. hatten wir ja eine Rekordhitze irgendwo in irgendeiner, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr in welcher Stadt oder in welchem Landkreis oder wie auch immer. Jedenfalls war eine Rekordhitze von knapp 49 Grad, was ich extrem finde. Also das ist wirklich, boah, Alter. Aber doch, das sieht gut aus. Gefällt mir sehr gut. Was mir nicht so gut gefällt, ist hier die offene Stelle und wir haben keinen Cobblestone mehr, ne? Wir haben keinen Cobble mehr. Haben wir noch? Jetzt bleib ich schlau. Wir hätten hier noch ein bisschen was. Welches wir umwandeln? Wir haben hier noch Kupfer. Ich glaube, die Dinger können wir auch wieder zu Cobblestone machen, indem wir die übereinander setzen. Genau. Die können wir auch noch ändern. Und haben wir hier nicht noch irgendwo? Wir hatten davon zwei. Drei. Oder irgendwas. Hier haben wir noch einen normalen Stein. Den können wir mal mitnehmen. Aber leider nichts mehr davon. Sieht zumindest nicht so aus. Ist egal. Wir haben ein Bett und die Sonne geht unter. Das ist überhaupt nicht schlimm. Wir können uns mal hier die Chili-Pfeffer hauen. Und wenn der Kram hier fertig ist, können wir hier dann auch mit der Nahrungsproduktion weitermachen. Aber die gefällt mir sehr gut. Es wird interessant, das weiter nach außen zu setzen. Hab ich noch. Und wir jetzt sagen, den reißen wir wieder ab. Wir machen das so. Sag mal so und achso, wobei so jetzt kommen wir natürlich nicht hoch. Mist. Das Schöne ist natürlich, dass die sich super leicht abbauen lassen und wir werden auch gleich ins Bett gehen. Die Nacht beginnt und wir gehen das erste Mal im Bettchen schlafen. Ah. Yeah! So, Marmor wollte ich noch. Marmor. Und zwar Marmor für die Türen. Die machen wir alle komplett in Weiß. Finde ich persönlich eigentlich sehr schön. Passt auch eigentlich gut zu einem. Wobei den Weg werden wir vielleicht auch noch anders machen. Müssen wir mal gucken. Aber im Moment geht es erstmal so. Habe ich jetzt noch? Habe ich nicht. Wir müssen auf jeden Fall nochmal Steinfarmen gehen. Das hätte ich nie gedacht, dass das so schnell der Stein alle geht. Aber was wir machen könnten, wir könnten jetzt hier. Ah, hier haben wir auch noch zwei blauen Schiefer. Im Endeffekt ist das eigentlich wurscht, also wir werden so oder so. Jetzt so ein bisschen einbüßen. Indem wir nämlich sagen, wir machen einfach mal zwei davon. Und wir brauchen noch ein paar Sticks. So. Das Bett lassen wir hier. Wie weit ist der hier eigentlich? Huch. Ja, der braucht noch eine Weile, komm. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal Stein farmen. Wir brauchen, Alter, hätte ich nie gedacht, dass wir wirklich so viel Stein brauchen. Marmor werden wir auch noch definitiv brauchen. Aber wir brauchen Nahrung. Nahrung, Stein. Aber Nahrung können wir uns in der Höhle machen. Nahrung können wir uns ja in der Höhle machen. Und das werden wir auch. Ach, jetzt sei Dank habe ich mir da echt einen Ofen hingestellt. Den ganzen anderen Kappes, den holen wir irgendwann mal raus. Wichtig ist erstmal das hier. Haben wir hier noch was drin? Nö, hier haben wir nichts mehr drin. Aber dann können wir hier, zack, mal die drin schmeißen. Und hier sind wir als letztes stehen geblieben eigentlich.
dann werden wir uns mal das hier dem annehmen. Und hier weiter Cobblestone farmen. Und das, wie gesagt, ist ja eben ja, das Problem, was Generationen noch beschäftigen wird. Oh, ja, warum machst du das so? Und ja, einfach weil ich kann. Und einfach weil ich wollte, wie gesagt. Ich wollte aus diesem Minecraft Let's Play eben, wie gesagt, auch ein kleines virtuelles Tagebuch machen. Wo ich dann eben einfach, wie gesagt, über mich ein bisschen erzählen kann. Über mich, über meinen Tagesablauf, über Themen, die eventuell interessieren. Wie zum Beispiel heute, wo ich gelesen habe, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch im Internet gelesen. Die Menschen hinter den Instagram-Fotos. Also jetzt nicht die Leute, die auf den Fotos zu sehen sind, sondern wirklich die Leute, die die Fotos machen. Es gibt wohl eine Plattform auf Instagram oder so, die sich wirklich mit den Leuten hinter den Fotos beschäftigt. Sprich, die Männer der Frauen, die eben, ach, machst du ein Foto von mir hier für Instagram und bla. Und Mann, wie er ja Mann ist, sagt nicht nee zu seiner Partnerin. Der macht das, der geht hin und schießt dieses Foto. Und wo ich mir selber persönlich dann auch schon einen Kopf gefasst habe und dachte, Alter, wie krass. Ich meine, ich kenne diese, ja, ich will nicht sagen Problem. Ich kenne das von meiner damaligen Freundin, die auch extrem so, oh, Fotos hier, Fotos da und alles teilen, Facebook, und es war ja damals, war das ja mehr noch so, dieser Facebook-Boom, und man musste ja den Leuten zeigen, guck mal, da bin ich gewesen und hier war ich gerade pinkeln, und ne, sehe ich auch immer noch so, dieser Trend, so, man muss ja sich komplett mitteilen und muss ja alles posten und den Leuten virtuelle zeigen, per Fotos oder eben auch per Videos, siehe Vlogs, wo man gerade, weiß ich, ein Eis gegessen hat oder wo die Pommes gerade, weiß ich, doppelt war oder die Pommes extra lang und, oh, kommt, Leute. Ganz ehrlich, ich muss ehrlich sagen, das interessiert mich herzlich wenig. Das sind so Themen, die mich wirklich überhaupt nicht interessieren, wo ich denke so, oh komm, ey, ja, ist doch mal gut. Was interessiert mich, ob du jetzt eine 20 cm Pommes in deinen Pommes von McDonald's drin hattest? Mein Gott, das kann passieren. Da hat dann entweder die Schnittmaschine nicht hingehauen oder eben, sag ich mal, so wie bei uns ja in der Küche damals üblich war, wir haben ja die Pommes auch alles selber gemacht, selbst geschnitten, die Kartoffeln, sprich halt selbst geschält, ne, alles per Hand, mit einem Messer in der Hand, geschält, in Form gebracht und geschnitten, und irgendwann lässt auch mal das Gehirn nach, und oder beziehungsweise muss ich sagen, bei uns war das dann eher der Fall, dass man sich auch einfach mal den Spaß gemacht hat und gesagt hat, okay, wir machen jetzt mal eine Pommes, die eben einfach mal ein bisschen von der Norm abweicht, die dann eben diese doppelköpfige Schlange, die man eine ganze Zeit lang auch auf YouTube beziehungsweise Instagram beziehungsweise Twitter beziehungsweise den ganzen sozialen Medien unterwegs war, ne, diese doppelköpfige Schlange, da haben wir eben mal eine Pommes von gemacht, mein Gott, aber einfach nur aus Spaß, an der Freude, einfach, weil was können, warum denn auch nicht, was spricht denn dagegen, die Leute freuen sich, amüsieren sich, machen eventuell ein Foto und du bist denn derjenige, welche, sag mal, ne, also ich rede jetzt in der Hinsicht wirklich persönlich von mir, also nicht, dass sich da jetzt einer großartig angesprochen fühlt, aber man selber, sagen wir mal so, wieder diese, sagen wir mal so, man selber ist ja derjenige, der denn, sage ich mal, auf Instagram genau diese Pommes wiedererkennt und sagt so, die habe ich gemacht, du machst das Foto davon und denkst, Wunder, jetzt hast du ein Weltereignis und oh, kick dir mal diese Pommes an und du selber feigst dir da ein, weil du denkst so, mein Gott, du hast das einfach nur mal aus Spaß und Freude gemacht, um die Leute einfach mal, in der Hinsicht einfach mal auch zum Lachen zu bringen eventuell, weißt du? Einfach mal zu sagen, so, oh, komm, weil die, das habe ich auch schon so oft erwähnt, dass die Welt an sich ja schon so ernst und so hektisch und alles muss jetzt von jetzt auf gleich
passieren und nichts darf mehr Zeit kosten und wir müssen so schnell wie möglich, weil wir haben alle keine Zeit mehr, deswegen ja eben dieses Let's Play 100 Mal erwähnt, 100 Mal wieder gerne erwähnt. Ja, aber deswegen macht man es eben einfach auch, um den Leuten mal eventuell ein bisschen Zeit zu gönnen, weil in der Hinsicht, so traurig wie es jetzt klingt mag, hätte man jetzt nur eine normale Pommes. Ne, wir reden jetzt, das Traurige ist ja in der Hinsicht, wir reden jetzt hier von Pommes. Ne? Das ist ja keine WM, selbst die WM in der Hinsicht, sag ich mal, bringt ihn ja nicht wirklich weiter. Also mich hat sie nicht wirklich weitergebracht, auch wenn wir verloren haben, beziehungsweise ziemlich schnell ausgeschieden sind. Aber selbst wenn wir jetzt weitergekommen wären, ganz ehrlich, ich habe die WM gesehen, wo wir Weltmeister geworden sind. Mein Leben ist dadurch nicht besser geworden, nicht wirklich. Und ja, ich muss sagen, dem deutschen Staat ist dadurch auch nicht wirklich besser gegangen. Also, man hat die WM gewonnen. Wow. Es gibt Leute, die dafür Millionen kassiert haben. Ne? So Spieler, Trainer, Vereine, wie auch immer, wegen Verdienstausfall. Ne? Die Leute, die jetzt an der deutschen WM ja teilgenommen haben. Oh. Die haben ja für ihren Verein in der Hinsicht gefehlt und für den Verein war es ja ein Verdienstausfall. Somit musste ja nicht mal unbedingt der deutsche Staat, aber somit musste ja dieser Verdienstausfall irgendwo auch beglichen werden und ach, Essen. Und da stelle ich mir dann die Frage, war das jetzt wirklich so unbedingt notwendig? Hattet mein Leben, dein Leben, euer Leben so unbedingt verbessert? Ich finde nicht. Verbessert hat es nur das Leben der Spieler und der Vereine. Die haben ordentlich kassiert. Aber für ihn persönlich, natürlich ist es schön. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich auch gefreut, dass Deutschland die WM gewonnen hat. Ich fand es mehr oder weniger auch schade, dass Deutschland in der Hinsicht diese WM auch ja nicht wirklich so teilgenommen hat, wie sie es hätte teilnehmen können, aber es ändert in der Hinsicht nichts an der Geschichte, sag ich mal. Es ist weder was besser geworden, noch irgendwas schlechter, noch dass es irgendwie, außer irgendwie gesagt, den Verein bzw. den Spielern und wie auch immer, hat es keinen was genützt. Natürlich ist es ein Sport, der geachtet wird und den ich auch selber hochgradig achte, auf jeden Fall. Also ich bin nicht unbedingt so jetzt der Überfan von Fußball, muss ich dazu sagen. Aber ich habe natürlich Respekt vor der Leistung, weil die Leute natürlich, sag mal, die Topspieler 90 Minuten nur am Werkeln sind, ne? Ich sag mal, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt in 90 Minuten wirklich nur am Rennen bin, nur am Jackeln, nur hin und her über einen Platz, der ja etliche Kilometer ist ja jetzt falsch, aber Quadratmeter umfasst. Es ist eben wirklich ein Unterschied, ob ich da jetzt renne wie ein Beknackter 90 Minuten lang, das macht ihn genauso kaputt, als ob ich eben, sag mal, auf dem Bau 90 oder 8 Stunden, muss man ja den Vergleich so ziehen, ob ich auf dem Bau 8 Stunden lang wirklich meine Arbeit nachgehe, Steine hucke und bla und füllen. Wobei ich mich in der Hinsicht natürlich auch körperlich verausgabe. Das spielt überhaupt, ne? Steht vollkommen außer Debatte, aber ich habe in der Hinsicht, bewege mich diese 8 Stunden, bewege ich mich ja langsamer, als eben wirklich ein Spieler, vom Fußballverein, der jetzt 90 Minuten wirklich unter Dauerstress steht. Und da, finde ich, sollte man irgendwo auch den Unterschied machen. Und ich finde, wenn man das nicht wirklich kann, auch wenn ich, wie gesagt, eben kein Fußballfan bin in der Hinsicht, aber trotzdem habe ich Respekt vor der Leistung, die Spieler bringen, aber auf der anderen Seite eben gesehen, wie gesagt, den Unterschied auch bringen,
Mein Leben verbessert es nicht. Ich sag mal, wenn hier der Straßenbauer da sieht er wieder den Unterschied. Wenn der Straßenbauer hier kommt und meine Straße flott macht, sodass ich mit Fahrrad, Auto, Moped, wie auch immer, zu Fuß oder auch eben Behinderte, sag ich mal, in Rollstühlen oder und auch ältere Menschen mit ihrem Rollator, wenn die vernünftig über die Straße laufen können, vernünftig über von A nach B kommen, ohne irgendwelche Stolperkanten, ohne dass sie sich einen Kopf machen müssen, wie komme ich jetzt eben am besten weiter. Da habe ich, in der Hinsicht muss ich dazu sagen, auch nochmal 50% draufgelegten Respekt auf den Straßenbauer, der seine Arbeit in der Hitze nachgeht und dafür sorgt, dass eben wirklich ältere, Behinderte, Fahrradfahrer, normale Menschen, scheißegal, eben normale Menschen eben einfach von A nach B kommen. Da habe ich mehr Respekt davor wirklich, als eben von Fußballspieler, der in der Hinsicht wirklich seine 90 Minuten da abrackert, natürlich auch schwitzt, schuftet, macht und tut, aber im Endeffekt mein Leben nicht wirklich verbessert. Der Straßenbauer schafft es schon. Und das ohne irgendeinen Dank. Und vielleicht sollte man mal auch irgendwo dahin gehen und sagen, einfach mal auch ein Dankeschön an alle Dienstleistungsfirmen oder wie auch immer, an jeden Gerüstbauer, Straßenbauer, Gebäude, Fassaden, auch an die nette Dame, die an der Kasse sitzt, stundenlang sich vielleicht irgendein Nörgel anhört. Das Thema hatten wir ja schon mal, ne, mit der Dame, die sich da beschwert hat, über die ältere Dame, die eben in der Hinsicht, die einfach nicht mehr so kann, wie sie gerne möchte. Die würde auch gerne schneller fertig werden. Die wäre auch froh, wenn sie lieber, sag mal, zu Hause ihre Serien gucken könnte. Natürlich. Aber die eben einfach nicht mehr so kann. Und deswegen eben einfach auch mal ein großes Dankeschön an alle Dienstleistungsfirmen. Warum denn auch nicht? Warum denn auch nicht? Und ich denke, das wäre doch mal ein Mobflash wert, zu sagen, ah, oh Mensch, wir machen uns jetzt auf den Weg und danken einfach mal allen Leuten, die für uns was tun. Fußballspieler tun nicht wirklich was für uns in der Hinsicht. Die verdienen ihr Geld, die lachen sich noch ins Fäustchen, wenn sie pennen gehen. Und das, obwohl sie, sag mal, einen halben Tag auf der Bank gesessen haben. Schönen Dank dafür. Finde ich super. So, damit möchte ich den Stream jetzt auch beenden und auch in der Hinsicht die heutige Folge. Wir haben schon wieder ein bisschen Überlänge, sehe ich gerade. Aber Minecraft ist eben zum Bauen, zum Quatschen und zum Aufregen. Jetzt sind wir hier runtergefallen. Aber man erkennt so langsam, was daraus werden soll. Und das finde ich, macht für mich jetzt wirklich wieder dieses Let's Play aus. Und weswegen ich das eben angefangen habe, einfach mal sinnlos sich aufregen, sich ein bisschen unterhalten, artikulieren, auch über Themen diskutieren, die vielleicht eigentlich ja nicht so wirklich wichtig sind. Aber die vielleicht auch mal in Rampenlicht hier hören. Wie eben diese Dankeschön. Und mit dieser Folge, mit der jetzigen, möchte ich mich an alle Dienstleistungen bedanken. Oder für alle Dienstleistungen bedanken. An die kleine Kassierin, an die nette Bardame, an den Straßenbauer, an alle, die einfach hier würdig gehören. Auch an die Zahnärzte, die oft sicherlich genug hören, so von wegen, oh ja, oh, das tut weh und bla und ach, das ist ja so teuer. Ich finde, dafür können die Zahnärzte nicht. Das liegt an den Krankenkassen, aber das ist ein Thema, das werden wir mal ein andermal behandeln, heute nicht. Der Zahnarzt in der Hinsicht ist für uns einfach der Dienstleister, der uns eben die beste Option bietet. Aber wie gesagt, ist ein Thema, da möchte ich jetzt ja nicht drauf eingehen. Und wir haben schon wieder Überlänge. Ich wollte nicht mehr als 20 Minuten. Wir sind jetzt bei 18 und damit höre ich auf und sage schön mit Ö. Bis zum nächsten Mal. Genießt die Tage. Ich hoffe, die Hitze geht bald vorbei und dass ein bisschen Regen irgendwann mal kommt. Lasst euch gut gehen. Euer Cortax im Minecraft Survival Let's Play.